Damit am Melkstand der Milchfluss beginnt, wird das Euter von Hand angerüstet. So bezeichnet der Bauer das Reinigen, kurze Anmelken und Massieren des Euters. Die paar Spritzer Milch in den Probebecher dienen auch gleich einer ersten Kontrolle von Farbe und Aussehen. Früher wurden die Kühe in mühevoller Arbeit mit der Hand gemolken. Das ist gar nicht so einfach und erfordert einige Übung und Geschick. Heute erledigt das eine Melkmaschine. Ihre vier Zitzenbecher werden an das gereinigte Euter angesetzt. Jede Kuh wird über eine Nummer vom Computer automatisch erfasst. Er vermerkt auch die jeweils ermolkene Milchmenge. Und die ist in 8 bis 10 Minuten abgesaugt. Übrigens, die Kühe kommen gern zum Melkstand. Das Melken tut ihnen nicht weh. Dabei soll es ruhig zugehen. Werden die Kühe erschreckt, kann das den Milchfluss bremsen. Suction to get the one going, and then the suction on the other, and these are just air tubes, vacuum lines. The milk only goes from the teat into the pail. When one is done, you pinch it off so it can provide suction to the other side. Once that's done, we're all finished. Less than 2 minutes. Don't be so contagious. Oh,
tonight. I'm opening my eyes and I'm feeling alive. You give me all the strength that I need, and I wanna know if I can be by your side. Slowed down, I can pump it back up and pick up the volume again and see how fast that's filling. Now to release it again, I'm going to go ahead and just tip the bottle back. It's almost full now. Okay, stop. Towards the pump and it just drops right off the tee. Now I'm going to go ahead and put on the ఒక్కొక్క దాని మధ్యలో ఐరన్ రాడ్ ఉంటే